herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind aktuell im Begriff herauszufinden, was mit Earl Sterling passiert ist. Wir sollen uns Zugang zu Earl Sterlings Haus verschaffen oder einen Schlüssel besorgen. Die könnten wir von dem Typen, von dem Vadim, das ist der Barkeeper, uns holen, der allerdings auch den Auftrag, also, ja, die Suche in Auftrag gegeben hat. Verdammt, jetzt kommt da eine Wache. Oh, du bist ein Arsch. Na, dann gucken wir mal, ob der uns vielleicht den Schlüssel geben kann. Dann brauchen wir es nicht zu knacken. Ganz einfach. Okay, wo ist er denn? Vadim! Schön zu sehen, wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Du Flasche. Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detektiv Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. Ich habe eine Bar zu führen. Lass es mich wissen, wenn du was willst. Tja. Jetzt nicht. Na gut. Der soll froh sein, dass wir seinen Freund finden, anstatt dass wir nichts von ihm kaufen. Dieser alte, geldgierige Sack. Unglaublich. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Hör auf zu reden, generische Skyrim-Stimme. So, was kann man denn hier so alles mitgehen lassen? Ach ja, guck mal einer an. Er hätte mir vielleicht doch nicht den Schlüssel geben sollen. Was hat denn hier so? Ach. Oh, der technische Dokumente. Die geben mir natürlich der Bruderschaft. Nein, warum habe ich ein Kleid mitgenommen? Ach, scheiße. Was sollen wir hier finden? Aber da geht's hoch. Ah, da ist eine Treppe. Hallo, die Treppe habe ich nicht gesehen. Was gibt es hier? Vault-Tec-Laborkittel. Warum hat der Kerl einen Vault-Tec-Laborkittel? Was genau soll ich überhaupt finden? Hinweise über seine Verschwindibus-Aktivitäten. Geh weg. Hat viel gesoffen. Ja, und... Hä? Ich... Irgendwas hat er mir doch gerade da oben angezeigt, oder? Nee. Huch. Hier. Sobald ich hier hingehe... Ah. Ein OP-Blick. Dr. Crocker. Gesicht... Er hat sein Gesicht ändern lassen. Das ist klar, dass ihn keiner mehr erkennt. Beziehungsweise, dass alle denken, dass er weg ist, weil ihn eben keiner mehr erkennt. Er verschwindet ein neuer Bürger kommt in die Stadt. Ganz durch Zufall natürlich. Müssen uns jetzt da einhacken. Einbrechen. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Hey, Doc. Trödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Kann ich dem den Schlüssel abnehmen? Kannst du mir die Blutspuren erklären, die in den Keller führen? Das ist eine medizinische Einrichtung. Darum sind Blutspuren hier nichts Ungewöhnliches. Mein Partner hat wohl vergessen, sauber zu machen. Mal wieder.
So, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Bitte. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mich um Beschwerden oder Rückerstattungen zu kümmern. Dafür ist Dr. Crocker. Du machst den ganzen Tag nichts anderes. Kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Ich habe kein medizinisches Anliegen. Wo ist eigentlich Doc Crocker? Ich bin ein Arzt, kein Sekretär. Boah, alles schlägt fehl. Fuck. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? In unserem Keller? Da unten findest du nur kalte Steine und medizinische Abfälle. Also falls nichts wirklich Dringendes anliegt, hätte ich andere Dinge zu erledigen. Hör zu, ich muss da runter. Hilfst du mir jetzt dabei oder nicht? Nee, nee. Das ist nicht notwendig. Du willst in den Keller? Hm. Gut. Hier. Nur nichts anfassen. Wenn's geht. Kaum drohen wir, zack, hat's funktioniert. Warum kann es nicht gleich so gehen? Jetzt werden wir wohl herausfinden, was mit dem passiert ist. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Was hat er getan? Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Du hast also operiert und Earl hat es nicht überlebt, ja? Ich habe vorher eine kleine Prise Jet genommen. Dann habe ich wohl ein paar Arterien zu viel durchtrennt. Kann doch jedem passieren, oder? Aber ich bin ein Problemlöser, klar? Ich wusste, wenn Earl verschwindet, denken alle, das Institut hätte ihn entführt. Hm. Er hat einfach... Oh, er hat ihn umgebracht, weil er high war und hat dann gesagt, oh, ich töte ihn komplett, dass die Leute denken, ja, er wäre einfach verschwunden. Oh, scheiß drauf. Sag Earl einen schönen Gruß von mir. Sorry, aber geht nicht anders. Ist mir egal, ob der Enz das nicht gefallen ist. Die Frage ist jetzt... Ist das Dr. Crocker? Bingo! Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Du schuldest mir eine Erklärung, Doc. Dein Partner hat Earl Sterling in kleine Stücke geschnitten. In kleine Stücke? Warum sollte er? Warte. Die Gesichtsoperation, wenn er sie wirklich gemacht hat und sie schief ging. Dr. Crocker war bereit, so weit zu gehen, um seinen Ruf zu retten? Du hast es nicht gewusst. Es ist nicht dein Fehler. Natürlich ist es nicht mein Fehler. Dieser Schwachkopf und seine verfluchte, um jeden Preis gut aussehen Mentalität. Jetzt haben zwei Menschen ihr Leben verloren. Eine Schande. Ich sag am besten der Sicherheit Bescheid. Geh jetzt lieber. Es wird einige Zeit dauern, die Sauerei hier wegzumachen. Können wir auch... warte mal. Gut, da auf dem Bild steht er sogar noch. So als ob das 3D-Ding gerade umfällt. Wenn wir den verhaften lassen, was das denn Ende dann hat? Wir laden mal neu. Wir können ja immer noch umhauen. Ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Ja, du hast alles hingekriegt. Sogar, dass du ins Gefängnis von Diamond City wanderst. Gefängnis? Du kapierst es nicht, oder? Doc Crocker geht nicht ins Gefängnis. Er operiert weiter, weil die Leute es lieben. Und sie lieben ihn, weil Doc Crocker nie Patienten verliert. Tja, bis bei auf jetzt. Sind immer alle zufrieden. Beziehungsweise, wir wissen ja nicht, ob das der erste war. Du hast also operiert und Earl hat es nicht überlebt, ja? Ich hab vorher eine kleine Prise Jet genommen. Dann habe ich wohl ein paar Arterien zu viel durchtrennt. Kann doch jedem passieren, oder?
Aber ich bin ein Problemlöser, klar? Ich wusste, wenn Earl verschwindet, denken alle, was dass ein es die Bastard. Ihnen führt. Warum sollten die Leute glauben, das Institut hätte Earl Sterling entführt? Das machen die doch. Das haben die immer schon gemacht. Ohne eine Leiche gibt es nur Vermutungen. Und darum muss Earls Leiche weg. Das hast du also getan. Earls Körper aufgeschlitzt. Man kann einfach keinen 200-Pfund-Kadaver loswerden, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Glück ist die Metzgerei nicht weit weg. Wenn dort jede Woche eine Kiste Gammelfleisch mehr im Müll landet, wer würde sich die Mühe machen, genauer hinzusehen? Du bist ein Bastard. Glaubst du wirklich, du kommst damit durch? Damit durchkommen? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin Doc Crocker. Doc Crocker macht keine Fehler. Und wenn das alles hier vorbei ist, wird es auch keinen Grund geben, das zu bezweifeln. Der Kerl hat doch einen richtigen Schatten. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Würde mich überraschen, wenn er sich einfach so ergibt. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Naja, voller Blut nicht, aber er schimmelt ein bisschen. Alles hin. Oh. Man weiß nie, was man findet. Das ist wahr. Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Tja. Sieh dich ruhig um. Du wirst es schon rausfinden. Das ist Earl Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Bingo. Wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unserem Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern. Ha. Dann gehen wir mal zurück zu Ellie und sagen, ja, hier. Puff, der Typ ist weg. Also komplett weg. Der taucht auch nicht wieder auf. Nie wieder. Er hat Tja. Den ehrenvollen Weg gewählt. Den ehrenvollen Weg? Er hat sich selbst umgebracht mit einem goldenen Schuss. Der hat definitiv mal nicht den Ehren. Der hat ich kneife meinen Schwanz ein und hab kleine Eier Weg gewählt. Hey, hallo. Hast du rausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Ja. Earl geht nirgends mehr hin. Nachdem Doc Crocker Hackfleisch aus ihm gemacht hat, hat sich das erledigt. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Was? Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich dass wir das durchmachen alle mussten? Im Dugout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Easy. Das war ja nix. Die noch was uns? Hast du je gefunden, was Marty gesucht hat? Der Mann ist nicht mal umsonst aus dem Bett gekrochen. Daher schätze ich, das war ein netter Fang. Ist wohl gut so, dass ich nie bei Doc Crocker vorbeigegangen bin, um dieses Lifting machen zu lassen, das ich mir überlegt hatte. Lifting? Die Nase ist aber hoch genug. Wir haben endlich wieder geöffnet. Vielen Dank für deine Hilfe. Nur, dass hier kein Detektiv mehr ist. Die Leute sprechen nicht gern darüber, dass es uns gibt, aber wenn sie Probleme haben, kommen sie alle angerannt. Ich glaube, hier so zwei Klötze in so einer Power-Rüstung ist nicht so gut. Wir sperren so ein bisschen den Durchgang. Ach Gott. So, dann hätten wir zumindest mal diese ganze Detektivgeschichte abgeschlossen. Nächste Nummer. Verteidige County Crossing.
Ah nee, das haben wir ja gemacht. Jack Cabot machen wir jetzt mal. Wie sieht's Inventar aus? Ja, ja, doch. Geht noch, geht noch. Jack Cabot war hier oben, genau. Old Corner Bookstore. Können wir hochgehen? Blood on the Harp. Ah, da haben wir ja das Spiel. Das müssen wir mal weiterspielen irgendwann. Da mache ich dann, glaube ich, aber mal eine extra Folge. Für diese ganzen Spiele. Die Geißel des Ödlands. Ja, die Raider, das sind so die typischen gesetzlosen Bastarde. Falsche. Oh. Jake Finch. Oh, die haben meine. Oh, diese Schweine. Die haben meine Karawane angegriffen. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Das, was meine. Ah, ist schon wieder so eine Schnake. Meine verschissene Karawane war das. Wo ist denn? Sei vorsichtig. Diese Befestigungen sind vielleicht noch besetzt. Dann lauf doch nicht rum und mach sie alle kaputt. Mass Fusion. Sieht ziemlich hoch aus. Ich würde gerne mal von da oben runterspringen. Oh. Nein! Das ist ja eine Mine, verdammt. Sollen wir da mal reingehen? Das sieht aus, als ob es da irgendwas Schickes gäbe da oben. Ich weiß nicht, das ist so. Alle. Alter. Oh. Alle sind hier so. Was geht denn hier ab? Alle sind so komisch und dann ist dieses. Hier so abgebrochen halb und dann ist dieses eine Gebäude, was riesengroß ist. Was steht da drauf? So, Mass Fusion. Gehen wir mal hoch. Oder? Ach komm. Machen sie einfach. Was soll's. Ihr Inventar sieht noch gut aus. Auch der gute Dance ist noch ganz gut. An Inventarplatz. Sollte auf jeden Fall hinhauen. Okay. Wir haben Gunner hier bei uns. Pew. Hier war noch irgendwo einer. Patz. Okay, was sind die anderen? Huch. Verdammt. Nein. Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Glaubst du? Ich glaube nicht. Was? Ich habe gesagt, ich glaube nicht. Oh, das sieht schon. Das hier ist der Aufzug. Können wir den rufen irgendwie? Dass wir direkt ganz nach oben fahren? Ich schätze mal, wir müssen uns da durchprügeln. Ich gehe mal fest davon aus. Aha, aha. Sehr schick. Ja, ja. Mass Fusion müsste es dann ja auch einen Haufen technische Dokumente eigentlich geben, oder? Also nur rein logisch her. Auf dich wirkt das nicht alt. Für mich ist es ein archäologisches Relikt. Naja, stimmt eigentlich, weil wir kommen ja aus dieser Zeit, wo eben jene Sachen benutzt und hergestellt wurden. Daher. Ja. Ich dachte gerade, es wäre eine Falle. Huh. Na, ne? Klebeband nehmen wir immer mit, weil Klebeband
beziehungsweise der Kleber, der darin enthalten ist, der wird immer gebraucht. Hallo? Geräuschfalle kann... So, wurde schon ausgelöst. Ist nur so ein einmaliges Ding offensichtlich. Ah, ja, ja. Aha. Psycho, schön, schön. Ordner. Ah, ja, ja. Okay, okay. Das ist ein Aufzug. Allerdings, Moment, hat der eine... Ich muss die Karte finden. Ah. Mass Fusion ID Card. Karte. Zum Aufhören, da drin, hinten alles zu zerstören. Du Monster. Hier können wir doch ein bisschen hacken, oder? Ich schätze mal, wir können damit die Protektoren einschalten. Ich kann dann hier ein bisschen rumlaufen. Ah, ja. Ja. Benefit. Benefit. Bingo. Turmsteuerung. Aktivieren. Aktivieren wir die mal. Vielleicht machen sie da ein bisschen Stress da oben. Die aktivieren wir mal auch. Aktivierung Protektron zu Diensten. Das ist nochmal. Das ist ein legendärer. Sorry. Nee, der explodiert ja. Hier. Nein, lass mich raus. Oh mein Gott. Oh, hier ist ja offen. Ich heile mich mal gerade. Sicher, sicher. So. Der explodiert jetzt nochmal. Sehr schön. One. Boah, das ist böse. Können wir leider eine Power-Rüstung nicht benutzen. Sonst würde ich mich natürlich freuen. Wenn er hier besiegt. Hä? Kommen die denn her? Naja. Keine Sicherheit. Da drüben! Ah. Ja. Hab's ja in die Hölle zurückgeschickt. Du hast gar nichts. Als ob wir die Falle nicht sehen würden. Haben wir gerade dem seinen... Okay. Das finde ich gut. Wo ist denn... Ist denn überhaupt die... Falle? Hier kommt man rein. Da müsste ja hier eine Falle sein, oder? Keine Ahnung. Vielleicht auch irgendeine Druckplatte, die wir übersehen haben. Keine Ahnung. Geh mir weg da. Sie löst sich auf. Kann ich da hinten hoch überhaupt? Nee. Hey. Die haben ein Problem, ja. Hä? Wo ist er hin? Das ist eine Frau? Sieht eins zu eins aus wie ein Typ. Ja, ich bin noch da. Aber da hoch können wir trotzdem nicht. Wir müssen... wir müssen hier hinten lang und dann können wir hier rum. Nein! Gott, ich habe gerade aus dem Augenwinkel habe ich das Ding hier gesehen. Wo wir draufgelatscht sind. Wie viel Schaden macht denn das? Achso, wir haben es entschärft. Ja, schwer war das jetzt nicht. Also, ich habe schon was Härteres erwartet. Einsteiger. Was glauben die denn, wir wissen? No. Schick.
Kann man mal mitnehmen. Da gibt's nichts mehr. Hier kann man da rein. Ah, wir müssen hier hinten rum. Hm. Das sehe ich. Der hat sich wohl den Rest gegeben auf der Toilette. Was für ein schrecklicher Geruch. Ja, guck mal, wo wir hier sind, mein Freund. Dann sag das nochmal. Aufzeichnung? Brauchen keine Aufzeichnung. Nach dem Staub zu urteilen, sind wir wohl die Ersten, die sich seit langer Zeit an diesem Ort umgesehen haben. Mensch, du vergisst die ganze Zeit, dass wir hier auch schon gegen Leute gekämpft haben, oder? Genau gegen diese Typen. Ja. Irgendwas Nützliches? Ist jetzt noch nicht. Alter, wer wirft denn das? Ich sehe überhaupt niemanden. Verdammt, sie sind weg. Oh, guck mal da. Der hat die aber nicht geworfen, oder? Haha. Ich konnte dich sehen. Das sind alles Schreibtische. Dürfen wir die alle durchsuchen? Oder was? Für technische Dokumente. Ha, bingo. Gerade in so einem Gebäude müssen schon ein paar drin sein. Ach komm. Na, wir haben ja genug. Haarklemmen. Geschafft. Wow. Hallo. Bullshit. Ach nee. Das nehme ich. Danke sehr. Das auch. Aha, aha, aha. Schön, schön. Okay, hier geht's runter, allerdings weiß ich nicht genau warum. Geräuschpegel ist unerträglich. Was? Was ist ein Geräuschpegel? Ja, wenn du hier auch runterspringst wie so ein Monster, dann darfst du dich nicht wundern. Okay, Inventar geht noch. Wir kommen immer höher. Was? Und... Verdammt, das ist eine Scheibe. Ich habe dich gesehen. Ja, komm. Zeig dich. Huch. Was ist er da unten? Wir werfen mal eine Granate. Wir haben ja genug. Nur zur Sicherheit. Irgendwas ist da gerade geflogen. Da will ich nicht runterfallen. Ein Jengels. Brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Wir haben aktuell kein Need auf einen Jengels. Okay, wir sind schon ziemlich weit oben. Es ist aber noch ein ganzes Stück. Können wir den rufen? Hier können wir nach oben fahren. Ich habe schon in rauen Umgebungen gekämpft, aber bei Dunkelheit war es immer am schlimmsten. Messischen Balkon. Okay, da ist der Aufzug. Gucken hier nochmal so ein bisschen durch.
Ob hier noch was Interessantes gibt? Nee. Was? Der hat einfach mal eine fette Power-Rüstung. Aber eine fette Power-Rüstung hat der an. Die Sau. Der macht guten Schaden. Da gehen wir mal nah ran. Was hat denn der dabei gehabt? Ist das ein Schalldämpfer vorne dran? Nee, das ist ein verlängerter Lauf. Okay. Wir nehmen das mal mit, um es auseinanderzubauen. Ah, die T-45er-Rüstung. Haben wir schon. Wir haben schon so eine. Sorry. Das wird verkauft. Das wird eingelagert. Auch verkauft im Prinzip. Meister, also bitte. Tja, überhaupt keine Herausforderung. Cool. Ein 308er Kampfgewehr. Oh mein Gott. Es ist, als ob es unsere Gebete erhört hätte. Das Ding kann man nämlich ausbauen und... Was ist denn das? Hallo? Warum steht da eine Wackelpuppe? Boah, die ist ja assi versteckt. Können wir die von hier aus erreichen? Na also. Das ist nicht schlecht. Na, bevor wir jetzt mit dem Aufzug fahren, würde ich sagen, beenden wir mal die Folge und gucken uns in der nächsten Folge zuallererst den Balkon an. Also, in diesem Sinne, bis dahin.